Hey, okay. Das ist Woche 32 bei Transcouts. Und das Thema ist Namens- und Geschlechtsangaben vor PR und VR. Und ja, bei mir ist es eigentlich ganz einfach. Ich gebe überall meinen männlichen Namen an, also ich gebe überall Mathis an. Und halt dann auch bei den Geschlechtsangaben männlich. Es ist so, ich habe ja noch nicht die Vornamensänderung und Persönlichkeitsänderung. Und da muss ich halt dann gucken, ob ich das überhaupt darf, den neuen Namen schon benutzen oder noch nicht. Es ist allerdings so, dass ich das überall machen darf, außer bei, ja, bei Sachen jetzt, wo ich meinen Perso halt zeigen muss oder meinen Pass oder halt bei meinem Bankkonto. Das darf ich nicht einfach so ändern. Ansonsten darf ich das aber, darf ich überall den neuen Namen, den männlichen Vornamen angeben. Ja, ich habe jetzt gejobbt in einem Café und da wusste auch keiner davon, dass ich trans bin. Und ich habe auch nichts darüber erzählt. Ich habe auch einfach ja, gesagt, ich bin Mathis und sowas. Und das war auch alles ganz cool. Ja. Okay. Also das war's eigentlich auch schon das Größte. Also ich, ja, also das mache ich halt immer so. Überall, wo es geht, gebe ich den Namen halt an. Und halt auch männlich. Wenn man das überhaupt irgendwo angeben muss. Ich glaube, das ist sowieso alles automatisch, wenn die den Namen Mathis sehen. Naja. Und ich fange bald eine Ausbildung an. Und da stehe ich auch schon mit dem männlichen Vornamen drin, auch im Vertrag. Ich habe denen das gesagt, dass ich trans bin. Und ich habe halt gefragt, ob es okay ist, wenn die mich schon mit Mathis dort einschreiben, halt im Vertrag und in den Listen und allem möglichen. Und die meinten, das ist okay und habe jetzt halt einen Vertrag auf Mathis und das ist echt cool. Ja. Ja, meine Zeugnisse sind noch alle auf den alten Namen geschrieben. Aber das ist auch kein Problem. Ich, ja, ändere das dann halt, wenn die VR durch ist. Und ja, ich hoffe, das ist jetzt zunächst der Fall. Ich habe das beantragt, also VNPR, vor, ich glaube im März oder April. Ich glaube eher April. Und ja, da war ich bei zwei Gutachtern und die sind sich nicht so ganz einig und darum dauert es alles ewig lange. Aber ich hoffe, dass ich bis zum Ausbildungsbeginn im September das alles fertig habe. Ja. Denn es ist halt ziemlich dumm, wenn ich irgendwo bin und meinen Ausweis halt zeigen muss. Zum Beispiel in einer Kneipe oder einer Disco. Weil ich weiß nicht, dann der Türsteher oder so guckt einen dann so dumm an und da muss man es alles erklären. Das ist ziemlich nervig und scheiße. Und wenn da Leute bei sind, die nicht wissen, dass ich trans bin, dann gucken die blöd oder fragen oder so. Ich meine, ich habe kein Problem, das anderen Leuten zu erzählen. Aber ich erzähle das auch nicht gleich allen, also keine Ahnung. Ich bin ein Junge und ich heiße Mathis und ja, mehr gibt es da erstmal nicht so viel über mich zu erzählen. Ja, und es ist auch immer ziemlich scheiße, wenn ich irgendwo zum Beispiel bei der Bank bin, eine Überweisung mache oder irgendwie sowas, weil ich dann immer meinen alten Vornamen dahin schreiben muss. Und es ist auch für mich, selbst wenn es kein anderer mitkriegt, ziemlich dumm. Weil, weiß ich nicht, ich würde am liebsten da gar nicht mehr drüber nachdenken. Am liebsten alles geändert haben, weil es für mich jedes Mal wieder so, ja, ich weiß nicht, wie so ein, na, Rückschlag nicht, ja, halt ziemlich scheiße ist, dann wieder daran denken zu müssen, dass ich noch nicht rechtlich Mathis heiße und, ja. So.
ich glaube, das war's auch. Also wie gesagt, überall wo ich kann, gebe ich meinen neuen Namen an. Und wenn es mal nicht der Fall ist, also wenn ich, oder wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich das darf, dann frage ich Leute, ob das okay ist und sage halt, ja, ich bin trans und ja. Und meistens, also bis jetzt hatte ich es eigentlich immer, dass sie gesagt haben, ja, ist okay, machen wir so und sowas, so wie bei der Ausbildung. Ja. Ach so, und ich fliege im Ende Juli, ja genau, Ende Juli, nach Wales, nach Cardiff und habe den Flug gebucht und musste halt meine Passnummer da angeben. Und jetzt habe ich das Ticket auf meinen alten Namen und das ist ziemlich dumm für mich. Ich meine, es ist nur am Flughafen, aber ja, es ist ziemlich scheiße. Und ich weiß nicht genau, ob meine Vornamensänderung bis dahin fertig ist. Wenn nicht, ist es ja kein großes Problem, jetzt vom rechtlichen her gesehen. Denn mein alter Vorname steht in meinem Pass. Und ja, das Gericht hat es noch nicht geändert. Wenn das allerdings schon durch ist, der Antrag, dann habe ich ein Problem, denn der Flug ist ja auf den alten Namen und ich heiße ja dann rechtlich nicht mehr so, sondern Mathis. Und ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Probleme gibt, ich hoffe nicht. Und ich habe überlegt, halt den neuen Namen, also Mathis, schon anzugeben beim Buchen. Aber wenn der Antrag nicht geändert ist, dann ist es ja auch wieder falsch. Also, ich wünsche zwar, dass es schnell geht mit dem Antrag, aber irgendwo hoffe ich noch, dass es bis dahin nicht geändert ist, damit ich nicht wirklich Probleme kriege. Vielleicht, hier in Deutschland geht es vielleicht noch, aber wenn ich dann im Ausland bin. Und nicht, dass es dann irgendwie irgendwas da los ist. Ich meine, ich könnte es Ihnen erklären, aber ich weiß ja nicht, ja, was Sie so denken und keine Ahnung. Ja. Naja, ich hoffe mal das Beste. Und, ja, okay. Nächste Woche mache ich wieder die Vertretung für Jan Alexander. Und das Thema nächster Woche ist Woche 33, schwierige Phasen während der Transition und Motivation weiterzumachen. Okay, dann bis dann. Ciao. Peace.